Ein frisches Sky High, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 2. Wir sind hier noch auf der Nebenmission, um Jacob zu helfen, seinen Vater zu finden, der anscheinend irgendwie hier mit dem Schiff, was hier total ramponiert ist, auf dem Planeten hier gelandet ist. Die Leute, die hier überlebt haben, haben keine Erinnerung mehr. Und ja, irgendwas stimmt hier nicht. Aber jetzt reden wir mal weiter mit Sie der. haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Ja, dann laufen wir doch mal weiter und gucken, ob wir einen finden, der das erklären kann. Oh, hier gibt es noch Ersatzteile. Alles klar. Da ist ein ausgeschlachteter Mech. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Ja, ich hätte auch gern Antworten. Sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben, sind aber friedlich. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich, aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Mit Worten können Sie wirklich umgehen. Sie haben sie gehört. Ich habe sein Gesicht. Mein Vater hat die Crew dazu gezwungen, giftige Nahrung zu essen. Was geht hier vor? Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Ich werde hier niemanden festhalten. Ich will eigentlich nur, dass sie alle nach Hause kommen. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Er wacht über uns, beschützt uns. Und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Sie werden mir wehtun. Also Jacob hat ein böses Gesicht und keiner mag den hier. Interessant. Eine vor uns! Der Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Ach komm, leck mich am Arsch. Ich mach euch alle platt. Waffen sind verboten. Verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Ereignis. Der Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Seine Max schießen ohne zu fragen? Langfristig sicher keine gute Lösung der Disziplin. Okay, wer ist das hier, Doktor? Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Das will ich auch gerne wissen. Buch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen.
als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Warum jetzt der Ruf nach Hilfe? Die überlebenden Männer haben sich verändert. Alles, was er getan hat, fällt jetzt auf ihn zurück. 9 Jahre. Warum hat er es nicht rückgängig gemacht? Ich muss diesen Mann finden. Dann scheint es sein Vater nicht mehr der, den er einmal kannte. Okay, wir springen jetzt einfach mal den Mac hier in die Luft, dass wir da durchkommen. So, das ist da. So. Gut, jetzt haben wir zumindest den Weg frei. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, wie eine Warnung. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Ja, deswegen hat er da wohl noch eine Mauer gebaut. Da liegt noch eine Leiche. Immer eine Wahl. Es ist ein bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. So, den haben wir auch noch platt. Dann switchen wir doch mal wieder um. Und da stirbt natürlich wieder einer, wie es immer so ist. Na, ja, wenn die so viele kommen, dann machen wir das anders. Jetzt will er weg. Dreckskerl. Oh, Schwerpistole. Da kriegen wir wieder mehr Schaden für die Pistolen. Na, ist das noch Ersatzteile? Gab's dieses Rio was? Mal da vorne gucken. Weil wir switchen jetzt mal wieder auf die Pistole um. Da ist ja noch Munition, da hinten ist nichts mehr. Alles klar, dann können wir jetzt mal zu Jacob, seinem Vater, gehen und den mal damit konfrontieren, was der hier alles für eine Scheiße gemacht hat. Obwohl, ich glaube, da kommen noch mal ein paar Max auf uns zu. Ja. Muss es sein.
Kritischer Systemschaden. So, waren das alle? Ich hoffe. Nee, waren noch nicht alle. Leute einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Vor uns! Ja, ich hab bloß von dir nichts. Feindliche Drohne! Wieder tot. Ich brauch den. Alles klar. Verteidigungssysteme aktiv. So, ich muss jetzt mal kurz heilen. Alles klar, dann gucken wir doch mal dem Fuddy in die Augen. Werde ich mal zu dem kommen, ohne dass der uns killt. PDA? Ah, da ist ein PDA. Ne, da will ich eigentlich noch nicht durch. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nur so wie es aussieht, gibt es hier nur zerbrechliche Kisten. Alles klar, dann unterhalten wir uns da jetzt mal mit dem. Mit dem Captain Taylor. Der hier nur Scheiße fabriziert hat. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ah, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Das kann ja jeder sagen. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal. Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher.
Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Ich werde das keinesfalls durchgehen lassen, Taylor. Sie werden dafür bezahlen. Wie viel wird er zahlen? Wie viel sind alle diese Leben wert? Wer will das ausrechnen? Sein Leben ist es nicht mal wert, dass man deshalb den Finger im Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Alles klar, hat er da so seinen kleinen Königsstaat aufgebaut auf seiner Insel. Oder seinem Planeten, besser gesagt. So, dann schauen wir mal, was jetzt noch dran ist. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Ja, das sollten wir Wenn auch. Wenn die auch nur einen Blick auf uns erhaschen, gibt's für sie nur noch koffeinfreien. Na toll, und serviert wird er vermutlich in der Luftschleuse. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob. Wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Aber wissen Sie, was passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie? Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Miranda, alles klar. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Ja, jederzeit. Jetzt gucken wir nochmal nach der Jack, was die nach ihrer Mission hier noch zu sagen hatte. Und dazu müssen wir wieder ganz nach unten. Also wirklich ganz nach unten. Halt nicht an der Treppe festhängen.
So. Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Ja. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Ich nehme alles, was Sie mir geben, Jack. Sie haben viel getan, Shepard. Scheiße, ich bin nicht gut bei der Weichspülnummer. Also, danke, okay? Gehen wir zurück an die Arbeit. Jawohl, dann gehen wir zurück an die Arbeit. Und wir machen uns wieder auf den Weg ins Kampfinformationszentrum. Komm, gehst du da hoch? So. So, wahrscheinlich wieder eine Nachricht auf einem privaten Terminal. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das habe ich gesagt. Wie jedes Mal, wenn wir an der vorbeilaufen. Alles klar. Gut, dann wissen wir darüber auch Bescheid, dass die Anlage abtrünnig geworden ist und der Unbekannte da nichts mehr mit zu tun haben wollte. So. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Da helfen wir dann mal Miranda und machen mit der Hauptstory weiter. Und ja. Bis dahin. Haut rein, Leute.